Okay, es geht weiter. Jetzt geht es in die Stadt. Ja. Da gibt es eine besondere Aufgabe, das werdet ihr sowieso gleich sehen. Hallo. Oh, hallo auch, wer auch immer du bist. Komm sicher ein bisschen plötzlich, aber dürfte ich dich vielleicht um etwas bitten? Gibt es ein Problem? Nun, die Drillinge wollten überprüfen, was es mit den Blöcken auf sich hat. Seither sind sie spurlos verschwunden. Wäre toll, wenn du nach ihnen sehen könntest. Kommt mir irgendwie bekannt vor, dieses Gespräch. Ja, klar, ich gehe sie suchen. Wie heißen die drei nochmal? Der rote Trick, der blaue Trick. Warte mal, ich habe das aufgeschrieben hier. Der rote Tick. Ach so, okay. Geht klar. Der grüne Truck. Sagen ihnen einfach, dass Sid nach ihnen sucht. Dann wissen sie Bescheid. Echt nett von dir, dass du uns hilfst. Du hast es zwar sicherlich vergessen, aber wenn du die drei dieselben Reihenfolge wie damals zu Sid bringst, kommst du hier raus. Du kannst es aber auch anders versuchen. Niemand zwingt dich hier zu irgendwas. Stimmt, niemand zwingt mich hier. Aber erstmal alle Blöcke zerstören. Ein bisschen Ruhe habe hier. Die normale Reihenfolge wäre ja Tick, Trick und Track. Man kann hier also wieder, man muss einfach eine andere Reihenfolge machen. Man kann auch hier kämpfen, wenn man will, aber das bringt eigentlich nichts. Okay, habe ich auch. Okay, das ist Track. Wie war die Alternativendung? Tick, Track oder Trick? Ah, okay. Ich mache eine andere Reihenfolge. Ich mache erstmal das extra Ende. Das extra Ende ist Trick, Track, Tick. Also rückwärts. Nein, gar nicht. Kann ich dir irgendwas helfen? Blaue Kleidung. Trick nehme ich an. Zurück. Ja, irgendwie war mal gerade meine Taste kaputt. Ich möchte, dass du nach Hause kommst. Eigentlich wollte ich die Blöcke ja noch etwas weiter untersuchen. Was war jetzt gerade mit meiner Taste los? Naja, das ist wenigstens jetzt wieder normal. Danke. Ich dachte schon, ich komme da nie mehr raus. Du bist sicher Truck. Ja. Sid macht sich Sorgen um dich. Oh nein, ich hätte längst wieder zurück sein sollen. Und das letzte ist das hier. Spürt die Macht des Gautams. Damit haben wir Tick. Ach, wieso müssen die wieder so schreien? Ich hoffe, ihr hört die nicht. Das ist mein Papa. Quellig sind die Monster weg. Jetzt kann ich wieder in Ruhe die Blöcke untersuchen. Hey Tick, du suchst nach Sitten zu bringen. Hier ist viel zu gefährlich. Los, ab nach Hause mit dir. Oh Menno, ich will aber noch gar nicht zurück. Ja. Na gut, wenn es sein muss. So, jetzt alle nach Hause geschickt. Ich weiß jetzt nicht, wieso jetzt. Yeah.
So. Okay, jetzt gehen die weg, meine Verwandten. Was geht denn jetzt ab? Hanu, Sid ist weg. Hat jetzt etwa der sich verlaufen? Ob die Reihenfolge falsch war? Die war falsch. Das extra Ende. Der Typ in der schwarzen Kutte meinte, dass ich die Leute, die ich treffe, sofort wieder vergessen würde. Er hat recht, ich habe wirklich alles vergessen, außer dieses komische Gefühl. Ich fühle mich einsam und ich habe so ein komisches Gestechen in der Brust. Moment mal, Brustkrebs? Nein. Wenn ich die anderen völlig vergessen hätte, könnte ich sie doch gar nicht vermissen. Aber das würde ja bedeuten, wenigstens einige Erinnerungen habe ich noch. Zumindest die mit ihnen verbunden. Gab es doch eine... da wird mir bestimmt wieder alles einfallen. Hat er gerade Anhänger gesagt? Ah. Ja. Überspringen, das überspringe ich jetzt alles mal. Das wissen wir ja sowieso schon. Ja, redet zu einer lauten Lautstärke. Ihr hört euch ja nicht gegenseitig, ihr seid ja 1 Meter von euch entfernt. Okay, damit haben wir den auch befreit. Ja, meine Mutter. Überspringen. Ja. Okay, haben wir das auch. Jetzt kommt der andere. Überspringen. Ja. Jetzt mache ich die richtige Reihenfolge, dann auch die andere. So, jetzt habe ich dich befreit. Überspringen. Ja. Überspringen. Ich glaube, ich muss immer hier kämpfen. Ja, ich muss immer kämpfen. Mega Adolampe. Okay. Jetzt ist er auf einmal da. Die drei sind wohlbehalten zurück. Vielen Dank, Kleiner. Wir wollten dir. Da können wir auch später noch erledigen. Heute nehmen wir uns etwas Neues vor. Nicht wahr, Jungs? Alles bloß das nicht. Na, jedenfalls vielen Dank, Kleiner. Nicht so laut, bitte. Nicht so laut, bitte. Ja, ich weiß. Ja. Überspringen. Überspringen. Wie war die andere Reihenfolge? Tiltrag. Achso, okay. Ganz simpel. Ganz simple Reihenfolge. Das geht wieder schnell, der Part ist dann viel zu kurz, egal. Halt dich doch oben fest, Digga. Überspringen. Ja. Überspringen. Ja, redet so laut, ihr Schwachmaten da draußen. Warte, ich komme gleich da raus. Wartet nur ab. Immer wieder der gleiche. Bei Alice im Wunderland wird es etwas komplizierter. Ich bin so sexy. Okay, zu der Reihenfolge sagt er nichts. Einer ist immer noch nicht zurück.
Komisch. Ob die Reihenfolge falsch war? War falsch. Yay. Okay. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich mach noch Alice im Wunderland noch in diesem Part. Der Part war einfach zu kurz. Das geht einfach nicht. Mm-mm. Und die Bedingung in dieser bei Standard ist eine Sache richtig, eine Sache falsch und das restliche weiß ich nicht. Wo bin ich? Okay. Was machen die alle hier? Mindestens eine Sache falsch, eine Sache richtig. Untersuchen. Okay. Und dann du hast mich gefunden. Okay. Die Lösung ist, wenn du es für mich findest, soll es nicht zu deinem Schaden sein. Ja. Ich mach's falsch, meinst du? Leider falsch. Wir sollen ja eine Sache falsch machen und eine Sache richtig. Es ist die verdammte Scheiße. Ja, okay. Unbedingt haben, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Ich gebe ihnen das. Ja. Okay. Das ist schon kompliziert, diese Endings hier zu bekommen. Ist was? Wie schrecklich. Ich kenne dich irgendwoher. Wirklich? Irgendwas, eine Sache muss er richtig machen. Der Rest will mir immer noch nicht einfallen. Und Hase? Ja. Oh, ich bin zu spät. Ich erwarte sie hier auch nicht. Okay. Und nun soll ich Ihnen Folgen von seinem Verlust berichten? Ja. Ich lasse den Gegenstand da. Hat er gerade gut abgesagt oder was hat er gesagt? Hey, du hast da gerade etwas fallen gelassen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wenn ich mich nicht beeile, komme ich zu spät. Der Taschenuhr ist weg. Sag ich doch. Ist dir gerade runtergefallen? Kraut und Rüben. Du, da kommt auf die Stelle zu mir. Wie, was, ich? Ich habe dich genauestens beobachtet. Du bist der Dieb meiner Erinnerungen. Wie bitte? Ich habe doch gar nichts getan. Papalapa. Du willst so eine Ungewissheit vorschützen. Doch ich habe Beweise. Ich habe selbst einen Zeugen. Du hast die Lieferung für die Pik-Soldaten einen anderen Soldaten gegeben. Weshalb es nicht ganz ist. Habe nicht gestohlen. Das ist völlig irrelevant. Ich kann dich einfach nicht gewährleisten. Also bist du schuldig.
Ist das hier total hart? Ja. Gute Stefan macht ihn einen Kopf kürzer. Hilfe! Was für ein Ending habe ich jetzt bekommen? Ja, das Standard-Ending, gut. Und Sora, wie war dein Treffen mit... Ach, wer waren denn noch gleich nochmal? Du weißt doch ganz genau, dass ich mich nicht erinnere. Du wirkst ziemlich gelassen, liegt sicher dran, dass dir die Leute sowieso nicht bedeutet haben, was? Ganz im Gegenteil, ich kann mich zwar, wie du gesagt hast, nicht erinnern, wie wen ich getroffen habe, aber ich kann es immer noch fühlen. Meine Vergesslichkeit ärgert mich und ich vermisse die anderen nicht wegen dieser Gefühle. Empfinde ich Schmerzen. Doch, das ist etwas Gutes, oder? Jede verlorene Erinnerung hinterlässt Schmerzen, aber diese Schmerzen sind bestimmt der Schlüssel, der mir irgendwann wieder alles in Erinnerung ruft. Wie geplant. Okay, ich guck mal das kurz gleich wieder. Warte, ich gehe mal erstmal rein. Ja. Ich muss irgendwie alles richtig machen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder alles falsch, egal, ich mache jetzt mal alles falsch. Herzkönigin. Herzkönigin. Ja, du könntest recht haben. Ich fühle mich schon ganz erhaben. Nee, danke, das hat mich aufgemuntert. Okay, jetzt... Du hast irgendwas zu geben gehabt. Okay. Überspringen. Ja, warum nicht? Ja, jetzt fühlst du dich viel fitter. Wartet mal. Okay, man muss jetzt bei der Grinsekatze was machen. Ja. Man muss jetzt bei ihm aufgeben. Überspringen. Aufgeben. Und bei dem Hasen die Taschenuhr einstecken. Überspringen. Ja. Er ist weg. Was mache ich jetzt hiermit? Du, da komm jetzt auf die Stelle zu mir. Wie, was ich? Ich habe dich genauestens beobachtet. Du bist der Dieb meiner Erinnerungen. Wie bitte? Ich habe doch gar nichts getan. Papalapap, du willst sowohl Unwissenheit vorschützen, doch ich habe Beweise. Zum Beispiel, du hast alles belogen. Ich selbst kann es bezeugen. Du hast die Lieferung für die Pik-Soldaten einen anderen Kartensoldaten gegeben. Du hast die Taschenuhr aufgehoben. Die wolltest du bestimmt behalten. Du wurdest auch etwas gebeten, das du mittendrin abgebrochen hast. Kennst du denn gar keine Verantwortung? Unverfroren. Ein suspekteres Individuum als dich sage ich nie. Bist zweifellos, zweifelhaft. Also, hast du etwas aus Mitgefühl? Ja. Manchmal kann eine kleine Lüge sich aufmuntern. Hilfe erfordert manchmal drastische Schritte. Jeder, der sollte für seine eigenen Fehler ja, und es ist auch nicht mal so hart. Was wirklich? Wenn du gerade in Begnadigungslaune, Kleiner? Glaube nicht, du hättest jetzt mit immer so viel Glück. Okay, damit habe ich das extra Ende bekommen. Ist ja nicht so schwer, wenn man weiß, was man machen muss. Ja. Ich will echt wissen, ob ich der Erste bin, der das alles macht. Okay, jetzt muss man einfach alles richtig machen. Alice. Warte, ich habe mir gerade überlegt, ob ich jetzt, ob ich wirklich jetzt alles richtig machen muss. Ich weiß es nicht mehr. Überspringen. Überspringen. Die ist die Lösung. Richtig, was ich wollte finden, hast du gefunden. Doch was ich verlor, ist neue Verluste. Und ich muss neue Verluste finden. Okay, du wolltest deinen Heiltrank abgeben.
Bei dem hier. Oh, Lieferung. Besten Dank. Jetzt bin ich wieder viel fit für den Wachdienst. Eine kleine Anerkennung, nur eine kleine falsche Bescheidheit. Snack erhalten? Tut mir leid, dich bei deinen Erledigungen zu stören, aber könnte ich vielleicht ein bisschen haben? Du siehst echt aus. Klar, hier kannst du alles haben. Im Ernst? Klasse, bestens Dank. Toll, ich glaube, ich könnte allen helfen. Ich glaube, bei ihm muss ich auch die Taschenuhr wieder aufheben, damit ich ihm helfen soll. Überspringen. Oder warte, ich guck lieber nach, sonst muss ich es nochmal machen. Okay, aufheben? Nein. Ich hätte recht, man darf es nicht. Boah, ich hätte fast falsch gemacht. Ey, du hast da gerade etwas fallen gelassen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wenn ich mich nicht beeile, komme ich zu... Aber meine Taschenuhr ist weg. Sag ich doch, die ist dir gerade runtergefallen. Kraut und Rüben. Jetzt kriege ich das Alternativende. Du da, komm auf der Stelle zu mir. Wie, was ich? Ich habe dich genauestens beobachtet. Du bist der Dieb meiner Erinnerungen. Wie bitte, ich habe doch gar nichts getan. Papalapap, du willst doch wohl uns nicht vorschützen, doch ich habe Beweise. Na nun, dein Alibi ist ja wirklich lupenrein, verdächtig, unverdächtig. Sicher ist das alles ein einziges Komplott. Also bist du schuldig. Okay. Damit haben wir das auch und wir gehen im nächsten Part zu Olymp.